Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. Was ist eigentlich das Beste an deiner Identität? Puh, das ist schwierig. Ich glaube, das ist, was ich am allermeisten an mir selber oder wie ich mich heute sehe. Das ist eigentlich, dass ich mich nicht mehr gezwungen fühle, in irgendwelche Geschlechterkonzepte zu passen. Gerade nach meinem Outing habe ich eben, wie schon angesprochen, ein sehr starkes vom Männlichen zum Weiblichen hin vollzogen, fast schon übermäßig, sodass ich das Gefühl hatte, ich muss um jeden Preis dieses Geschlechterbild erfüllen, damit Menschen mich in meinem neuen, also damit Menschen mich anerkennen. Und heute sage ich mir einfach, das ist absolut nicht notwendig. Warum soll ich aus einem Käfig ausbrechen und mich dann selber in einen anderen einsperren? Und heute lebe ich einfach so, wie ich es gerne mag. Und diese ganzen Geschlechterkonzepte von wegen Menschen, die wir einem Geschlecht zuordnen, haben das und das zu erfüllen, das sehe ich jetzt überhaupt nicht notwendig an. Und es hat mein Leben wirklich bereichert und es macht es auch einfach viel entspannter und angenehmer. Und ja, einfach besser.